Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute machen wir mal das Thema Sport. Das ist kein Freundenthema von mir, Leute, ich sage es euch. Aber viele fragen immer, machst du Sport dabei, muss man Sport dabei machen? Und ich habe mir gedacht, jetzt machen wir einfach mal so ein Video dazu, wie ich das handhabe. Also das funktioniert nicht für jeden, aber es ist einfach nur wieder was, was ihr so für euch vielleicht mitnehmen könnt, was ihr aber auch natürlich variieren könnt. Also viele sagen ja, man kann ohne Sport nicht abnehmen. Das ist Quatsch, weil ich nehme ohne Sport ab. Ich habe ohne Sport abgenommen und das tun eigentlich, ich sage mal, ich will nicht lügen, aber ich würde sagen, 80-90% der Weight Watchers Teilnehmer machen keinen Sport. Also Sport im Sinne von richtig Sport treiben, wie ich es früher zum Beispiel gemacht habe, wo ich noch keine Kinder hatte. Da habe ich echt, ich glaube, jeden Tag Sport gemacht. Dafür ist einfach nicht die Zeit und die meisten, die bei Weight Watchers sind, sind Muttis oder berufstätig und haben einfach wenig Zeit. Und ja, da wollte ich euch einfach nur mal zeigen, was ich so mache, um mich ein bisschen besser zu fühlen. Also ich mache keinen wirklichen Sport, Leute. Genau, also es funktioniert ohne. Ich habe jetzt knapp 10 Kilo runter, ohne Sport. Ich mache so ein bisschen was jetzt für ja, das gute Gewissen, beziehungsweise habe ich halt auch schon mal so Rückenschmerzen ab und an. Der Kleine ist halt ziemlich schwer und ab und zu trage ich ihn natürlich auch immer noch, weil er ist halt auch noch nicht so alt und dadurch kommt sowas natürlich immer sehr schnell zustande. Und deswegen habe ich mir gedacht, so fürs gute Gewissen machst du ein bisschen was, aber nicht nur fürs gute Gewissen, denn ich habe auch wie andere Frauen mit Wasser zu kämpfen. Das heißt, du nimmst die eine Woche mal viel ab, dann nimmst du die Woche mal wieder nichts ab oder gehst sogar ins Plus, weil du gerade krasse Wassereinlagerung hast. Und da habe ich halt was gefunden, was mir mega hilft. Also wirklich richtig gut hilft. Und das sage ich euch aber gleich. So, was mache ich denn? Also wer mich kennt und wer mir bei Instagram folgt, ich verlinke euch das hier in dieses kleine Dreieck. Tippt einfach drauf, dann öffnet sich die Infobox und ihr findet den Link zu meinem Instagram. Der weiß, ich habe ein Pferd, das heißt, ich reite schon mal wenigstens ein bisschen, wobei ich echt nicht mehr jetzt so derjenige bin, der in der Halle da sein großes Dressurprogramm-Training macht, sondern ich gehe eher ausreiten. Aber es ist Bewegung, ganz ehrlich, ich muss Heu machen, ich muss das Pferd striegeln, ich sattel es und danach muss sie ja trotzdem ein bisschen gucken, ne? Dass du da oben bleibst. Also ich zähle mir das schon so ein bisschen als Sport an, auch wenn es kein wirklicher Sport ist für Sportler. Also es ist ja, keine Ahnung. Wie soll ich es jetzt beschreiben? Also ich bewege mich. Ich nenne es jetzt mal nicht Sport, ich bewege mich einfach. Das habe ich so dreimal die Woche halt und das ist auch ganz gut, finde ich, weil sonst würde ich wahrscheinlich gar nichts machen. So. Dann haben wir bei Weight Watchers eine Laufgruppe, eine Walking-Gruppe, die super besucht ist. Nicht. Das höchste der Gefühle waren, weil 5 Leute dabei waren und auch ich war diese Woche wieder nicht. Ja, manchmal ist es halt so, weißt du, die sind dann ganz spät, diese Gruppen, und dann kommst du auch nicht mehr so vom Käutchen hoch, legst gerade die Kinder hin oder sonst irgendwie was. Ihr kennt das, oder? Diese Ausreden. Ich hätte gehen können, aber ich tat es nicht. Ja, das haben wir auf jeden Fall noch und ich versuche auch wirklich einmal die Woche mitzugehen, weil auch das ist Walken, ein sehr moderates Walken, sagen wir es mal so. Also ich bin wirklich jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich bin mega geschafft danach oder ich hätte irgendwie geschwitzt oder so. Aber es ist für ein gutes Gefühl, man ist im Wald, man schnuppert ein bisschen frische Luft und es kann ja nicht schaden. Ja, was mache ich noch? Dann habe ich letztens einmal diese Weight Watchers App, dieses Sportprogramm, ich weiß jetzt gar nicht, aktiv werden oder so heißt es, glaube ich. Wenn ihr auf dieser Startseite seid, dann könnt ihr das einfach hochscrollen, dann steht da irgendwie, ich glaube, werde fit oder werde aktiv oder so. Das ist mega lustig und zwar also auch sehr moderat, muss ich sagen. Ein ganz, ganz easy peasy Workout ist das für zu Hause, weil wie gesagt, ich bin im Fitnessstudio angemeldet, ja, seit Jahren. Aber ich bin nie da. Und ich werde da auch nicht hingehen, weil ich dann extra nochmal aufstehen müsste und dahin fahren müsste, um da mein Sportprogramm zu machen. Kein Bock einfach. Und das habe ich jetzt zu Hause gemacht. Das sind auch so ein paar Übungen auf dem Boden. Da habe ich mir einfach nur eine Decke auf den Boden gelegt und habe das da gemacht. Das sind wirklich ganz moderat. Ein paar Sit-Ups, ein paar Kniebeugen, ein bisschen was zum Warmwerden war dabei. Ich weiß gar nicht, was da sonst. Also ganz, ganz locker. Aber ich hatte ein ganz kleines bisschen Muskelkater am nächsten Tag im Rücken. Also es scheint was gebracht zu haben. Und das werde ich bestimmt auch machen. Ich habe mir das eigentlich vorgenommen, wieder einmal die Woche zu machen, aber diese letzte Woche hat es wieder nicht geklappt. Aber ich versuche es auf jeden Fall diese Woche nochmal einzubauen, weil wir fahren ja nächste Woche in Urlaub, beziehungsweise vielleicht bin ich jetzt auch schon im Urlaub, wenn ihr das Video seht. Ich wollte ein bisschen vordrehen. Und
ja, mein Pokémon im Urlaub werde ich, glaube ich, meine Pause machen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja, das ist das. Und jetzt kommt natürlich mein ultimativer Tipp, den ich wirklich euch empfehlen kann, den ich immer jetzt wirklich, also wirklich immer einen Tag vorm Wiegetag mache. Und zwar ist das ein Faszien. Ja, das Workout ist es nicht, ein Faszien-Ausrollen nennt sich das. Also es ist so eine Faszienrolle, das sind diese harten Rollen. Moment, ich zeige. So sieht das aus, das gute Stück. Das ist jetzt von Black Roll. Gibt es aber auch tausend verschiedene andere Hersteller. Und ja, das mache ich dann halt wirklich immer. Denn danach entwässert ihr wie wild. Also wirklich, wenn ihr Probleme mit Wasser habt, holt euch so eine Rolle. Ich glaube, die kosten nicht viel mittlerweile mehr. Ja, und dann rollt ihr euch wirklich aus. Ich zeige euch mal hier so die Übung. Ich denke, ich darf das hier zeigen, weil die Übung, die gibt es auch kostenlos als App. Könnt ihr euch die holen. Moment, da, jetzt ist es, glaube ich, total überbelichtet, ne? genau. Sei es irgendwelche Nackenübungen, nicht euch so auf den Links und dann geht ihr so rüber, dann die Beine ausrollen halt, da sind ja die meisten Wassereinlagerungen bei uns Frauen drin, ne? Oder Arme und sonstiges, also das ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch funktioniert, bei mir funktioniert es richtig, richtig gut. Ich kann euch die auch mal in der ich kann euch die auch mal in der Infobox verlinken, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr mal schauen. Aber wie gesagt, es gibt auch tausend verschiedene Hersteller dafür. Vielleicht findet ihr ein anderes Schnäppchen. Mal gucken. Aber ich weiß halt auch nicht, vom Härtegrad ist die halt schon sehr hart. Ich weiß jetzt auch nicht, was so eine leichte oder softe Rolle bringen würde. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, genau, dann mache ich da so mein Programm. Das ist vielleicht eine Viertelstunde, sag ich mal, oder so. Es gibt auch richtige Workouts damit. Das habe ich auch versucht. Das ist mir viel zu krass. Leute, viel zu krass. Probiert es gar nicht. Das ist einfach so heftig. Aber dieses Ausrollen ist einfach mega, mega gut. Und du merkst direkt, also ich finde so, ich mache das meist gegen Abend, wenn wir so anfangen, so Filmchen zu gucken oder Serien. Und dann irgendwann, bevor wir ins Bett gehen, ich muss nur noch Pipi machen. Ne? Weil ich so entwässer dadurch. Richtig krass. Ich kann euch da jetzt nicht super viel ja, Insiderwissen zu erzählen. Ich weiß nur, dass diese Faszien, die man hat im Körper, also dieses Muskelgewebe, dass die gelöst werden, irgendwie, also diese Verklebungen werden gelöst und dadurch wird auch dieses ganze Wasser halt ausgeschwemmt und dadurch entwässert man halt. Ist sehr, sehr gut, wenn ihr Probleme habt mit Wassereinlagen. Ich habe es nicht extrem heftig, aber ich habe es halt einfach, gerade so um Eisprung rum und oder wenn ich meine Tage kriege oder so, dann ist es natürlich immer ganz besonders krass und da solltet ihr auch nicht aufgeben, weil viele schreiben mir dann immer, ja, es geht nichts runter, es geht rauf oder so. Es ist so oft einfach nur Wasser. Guckt euch dann einfach so diese Gesamtabnahme über den Monat vielleicht lieber an. Ich bin ja schon so, dass ich wirklich nur einmal die Woche mich wiegen lasse bei Weight Watchers, dass ich gar nicht zu Hause auf die Waage steige, weil das macht euch bekloppt, wenn ihr euch jeden Tag da drauf stellt. Aber gerade wenn man halt da sehr stark Probleme hat, ist das, glaube ich, besser, wenn man dann wirklich so auf den Monat dann sich einfach mal diese Komplettabnahme anguckt, damit ihr nicht demotiviert werdet. Genau, das ist so mein Sportprogramm. Mehr mache ich nicht. Es ist nicht viel, ich weiß, aber es ist ein bisschen was. Und ich hoffe, ja, ich konnte euch helfen oder ihr probiert es einfach mal aus, wenn ihr Lust drauf habt. Gerade so, wenn ihr die App natürlich habt, guckt einfach mal. Das macht echt mega Spaß. Ist ganz, ganz, ganz moderat. Der erzählt euch ein bisschen was, also es wird auch nicht langweilig in der Zeit und es ist halt wirklich ein ganz kurzes Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, ein Däumchen nach oben da lassen. Ein Abo-Knöpfchen verlinke ich euch hier, falls ihr noch kein Abonnent sein wollt und natürlich zwei Videos. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.